Was wäre die Sims ohne neue Leaks? Mit dem letzten kleinen Spielupdate wurden nämlich erste Infos zu zwei neuen Sets für die Sims 4 ins Spiel gebracht. Und Spoiler, eines davon wird wahrscheinlich für viele von euch sehr spannend. Am Dienstag gab es ein neues Update für die Sims 4, mit denen ein paar kleinere Fehler behoben wurden, welche ihr hier seht. Inhaltlich gab es hier nichts Neues, in den Spieledateien allerdings schon. Hier wurden nämlich die zwei neuen Sets für die Sims 4, dessen Symbole wir schon vorher kannten, geleakt. Hierzu zählen zum einen das neue Krimskrams sowie Pastellpop-Set, welche schon am 10. November erscheinen werden, wie dann etwas später auch offiziell von den Entwicklern auf Twitter geteilt wurde. Beginnen wir mit dem Pastellpop-Set, welche bunte und wie der Name schon vermuten lässt, pastellige Objekte, unter anderem neue Teppiche und Wandbelege, für die komplette Wohnung hinzufügt. Die offizielle Beschreibung lautet wie folgt. Entwirf mit dem Die Sims 4 Pastellpop-Set ein flauschiges und verspieltes Schlafzimmer, das deine Sims dazu einlädt, Tagträumen nachzuhängen. Kombiniere schlichte und psychedelische Elemente mit eigentümlichen Pastellmustern, unregelmäßige Formen und Vintage-Akzenten. Diese Sammlung ist perfekt für das Wohnheim, Schlafzimmer oder Studio deines Sims geeignet. Avant Basic. Dekorieren soll Spaß machen und leicht von der Hand gehen. Verleihe deinem Zimmer mit unregelmäßigen, aber schlichten Formen im verträumten Pastelltönen einen skurrilen Touch. Diese Sammlung umfasst Herzstühle, Spiegel in Pfützenform und weitere Möglichkeiten, dem alltäglichen Design einen wunderlichen Touch zu verleihen. Das Pack beinhaltet diese 24 neuen Objekte, die ihr hier im Hintergrund sehen könnt. Weiter zum Krimskram-Set, welches es so in dieser Form auch noch nicht gab. Dieses bietet nämlich keine funktionalen Objekte für eure Wohnung, sondern fügt ausschließlich Dekoration hinzu. Das wird bestimmt für einige von euch, die besonders viel im Baumodus unterwegs sind, spannend. Die offizielle Beschreibung zu diesem Pack lautet wie folgt. Sorge mit dem Die Sims 4 Krimskram-Set für ein gemütliches und lebendiges Wohnambiente. Erzähle mit herumliegenden Hobby- und Alltagsobjekten wie benutzten Kaffeetassen, Zeitschriftenstapeln und Kosmetikprodukten mehr über die Persönlichkeit deines Sims. Jetzt wird's persönlich. Eine Handyhülle in der Lieblingsfarbe deines Sims, ein Bücherstapel und Spiele im Wohnzimmer, eine kreative Bildersammlung. Dieses Set enthält zahlreiche kleine persönliche Dinge, mit denen du das Haus deiner Sims heimeliger gestalten kannst. Bedeutungsvolle Gegenstände. Verteile benutzte Kaffeetassen im ganzen Haus, um zu zeigen, dass dein Sim ein großer Fan von Koffein ist. Oder platziere Schminkutensilien und Schmuckkästchen auf der Kommode, um einen Hinweis auf seine morgendliche Routine zu geben. Und auch für diesen 5-Euro-Inhalt kennen wir bereits schon die genauen Objekte. Hier können wir uns über insgesamt 30 neue freuen. Dieses gefällt mir persönlich doch nochmal eine Ecke besser, gerade da Deko-Objekte bei den Sims der eigenen Wohnung total viel Persönlichkeit verleihen. Kopfhörer, Stift und Papier, ein Set von einem Handy und Schlüsseln, Taschen oder ein zusammengeklapptes Schachbrett gehören hier unter anderem mit dazu. Ich halte euch natürlich auf dem Laufenden, abonniert gerne meinen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Was denkt ihr zu den neuen Sets? Gefällt euch das mit dem Krimskrams oder den bunten Möbeln besser? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.